Hallo, herzlich willkommen bei Mika Caravan in Dinkelsbühl. Ich bin der Michael und ich möchte euch heute aufgrund meines letzten Videos, Pfusch, wo man hinschaut, glaube ich, oder irgend sowas, zeigen, was dann auch gerade bei uns auf dem Hof gefahren ist. Der Kunde hat das Video gesehen, hat natürlich dann auch mich gebeten, seine Elektrik anzugucken. Hammer gemacht und was ich da vorgefunden habe, und genau deswegen habe ich das letzte Video gemacht, um euch zu sensibilisieren, und darum passiert auch dieses Video, damit ihr seht, wie sowas nicht ausschauen soll und wie sowas ausschauen kann, weil der Kunde hat mich dann gebeten, das einfach ein bisschen zu refreshen und das ganze Thema, die ganze Thematik aufzuarbeiten, und das haben wir gemacht und das schauen wir uns jetzt einfach mal in der Werkstatt an. So, hier haben wir jetzt schon das erste, ich nenne es mal Chaos-Auto. Das hat hier eine Firma verbaut, so kann man natürlich auch arbeiten, aber das ist genau das, was ich in meinem letzten Video erwähnt habe, was desaströs ist. Warum ist es so? Da gehe ich jetzt mal im Detail so ein bisschen drauf ein, da hole ich mir jetzt mal die Lampe so her. Und darum sage ich immer, Leute, lest eure Bedienungsanleitungen. Wo fange ich jetzt an? Also erstens haben wir hier eine Kombi von WCS, eine 2060, die hier schon mal komplett falsch angeschlossen ist. Warum? Hier sehen wir schon mal, ist ein Anschluss frei, unbelegt. Das geht schon mal überhaupt nicht. Hier muss auch was angeschlossen werden. Power, Short. Hier geht der Netzstrom rein. Hier sind alle Verbraucher, die an Netzstrom, also Landstrom und Wechselrichter funktionieren. Und hier können alle die Geräte hin, die ausschließlich am Landstrom funktionieren, wie zum Beispiel Truma, sprich DE. Also wenn die Truma eine E-Heizung ist, dann gehört hier die her, weil das soll ausschließlich am Landstrom funktionieren, genauso wie die Klimaanlage und genauso wie der Absorberkühlschrank. Auch der muss hierher. Also das wird schon mal grundsätzlich komplett falsch angeschlossen. Aber ich gehe nur weiter, dazu gehen wir gleich noch in die Heckgarage, weil da ist dann, geht das Chaos weiter. Dann gehen wir hier hinter. Sicherungen fliegen hier einfach lose rum. Zum Zweiten ist hier hinten, ich weiß nicht, ob ihr es seht, ein Sicherungsautomat verbaut. Das ist hier, geht direkt mit dem roten Kabel zu dem Sicherungsautomaten, 200 Ampere. Und seht ihr den Schuh? Da ist kein Schrumpfschlauch drüber, nichts. Der liegt blank. Also hier laufen dann einmal ganz schnell 180 Ampere drüber, blank. Also wenn der Kunde hier in das Fach, wo man ja sieht, irgendwas einlädt, dann schaut es genau so aus, dass wenn da was hinkommt, dass es dann fürchterlich knallt. Also das geht überhaupt gar nicht. Dann liegen die ganzen Kabel sehr wirr in einem freien Fach, ohne Schutz, ohne Wellrohr, ohne alles. Auch hier Nasekabel am Schand komplett frei. Wahnsinn. Hier haben wir einen WCS-Ladebooster verbaut. Schaut mal, hier schauen überall Kupferleitungen raus. Auch das gehört mit Schrumpfschläuchen. Wenn man jetzt hier dazwischen guckt, sieht man schon, wie die Kupferlitze hier langsam rausgeht. Wenn die jetzt hier Kontakt hat zu Plus, dann ist die Scheiße schon am Dampfen. Dann hat er hier drei Sensorleitungen, 3x5 Ampere. Da steht aber weder was, wo, welche Leitung ist. Dreimal die gleiche Farbe. Und es ist unglaublich, weil letztlich weiß man jetzt gar nicht, was ist Starterbatterie, was ist Aufbaubatterie und was ist D+. Also das ist katastrophal. Auch das gehört so nicht. Der da baumelt hier einfach frei rum. Natürlich auch hier mit der Platine offen. Da hat WCS extra Halter, beziehungsweise kann man das anders montieren, wenn hier eingeladen wird. Auch schwierig. Dann haben wir hier nochmal zwei Sicherungen verbaut. Hier sehen wir, ist auf eine Sicherung auf einmal hier nochmal so eine Leitung drauf, wo auch immer die hingeht. Auch das geht nicht. Die muss extra abgesichert werden. Funktioniert überhaupt nicht. Dann schaut er hier wieder überall blankes Kupfer. Schuh raus, hier sind die Kabel, die Schrumpfschläuche ist zwar drauf, aber viel zu kurz, weil hier ist der Strom drauf. Also wenn ich hier einlade, es geht ja immer darum, es ist ein offenes Fach, ihr seht's. Das hier hat der Kunde alles im Fach gehabt, also da ist eine Frage der Zeit, bis hier irgendwas passiert. Hier verhakt sich irgendwas, ich ziehe hier an, weil es nicht rausgeht, und dann ist schon die Scheiße am Dampfen. Also so
arbeitet man einfach nicht. Dann haben wir hier noch einmal ein Sicherungsautomat. Die Automaten hasse ich eh wie die Pest. Mit denen arbeitet man eigentlich grundsätzlich nicht wirklich, weil die einfach nicht gut sind. Das sind so Billigdinger. Das macht man nicht. Also viele, viele, viele Kleinigkeiten da hinten. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Ich gebe mal das Licht dahinter. Hier fliegt auch wieder, zack, Sicherung lose rum, Kabel lose rum. Also das geht schon mal von der Situation aus nicht. Dann haben wir hier eine 270er Bulldrone verbaut. Hier steht maximaler Ladestrom 75 Ampere. Empfohlen und Spitze. Ja, er kann 150 in der Spitze, aber empfohlen sind 75. 150 kann er, aber nur kurzzeitig. Jetzt wurde aber bei dem Fahrzeug verbaut ein Ladebooster mit, ich weiß jetzt noch nicht, wie er eingestellt ist, er kann 60 Ampere. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass er vielleicht bloß auf 50 eingestellt ist, aber werden wir gleich sehen. Aber selbst wenn er nur auf 50 eingestellt ist, dann gehe ich jetzt mal mit euch in die Garage und dann schauen wir mal da weiter. Chaos pur, oder? Ohne Worte. Dann geht es hier weiter. Jetzt sind wir in der Heckgarage. Jetzt haben wir gerade gesagt, er hat einen Ladebooster mit 50 Ampere. Hier hat er noch den Original-Schaut verbaut mit 25 Ampere. Sind wir bei 75 Ampere. Und jetzt hat er noch eine Solaranlage auf dem Dach, die das Dach voll ist. Wenn die richtig runterbrennt, bringt die laut Kunde 25 Ampere. Also wir sind weit über die 75 Ampere drüber, was der empfohlene Ladestrom für die Bulldrone-Batterie ist. Dann hat er hier einen Rapid, den hat er drin gelassen, zu dem Rapid zusätzlich, der von verbaut ist. Und jetzt kommt eben der größte Hammer, das ist dieser Kasten hier, der vollkommen für den Arsch ist, weil hier hat er nämlich 1 Stellung wechselt. Entschuldigung. 1 die Stellung 1 für Wechselrichterbetrieb, Stellung 2 für Landstrombetrieb. Der Kunde heißt, muss also wirklich mechanisch hier hinten hinrennen und muss umschalten, weil wenn er nämlich auf 1 steht und er steckt den Landstrom an, geht gar nichts. Es geht kein Kühlschrank. Es geht keine Klimaanlage und es geht keine E-Heizung. Also, weil eben beim Wechselrichter dieser Ausgang nicht belegt wurde, also bauen wir jetzt hier so einen Kasten ein, um dass es dann funktioniert. Also, ich habe schon einen Push gesehen, aber das ist der größte Push ever, vor allen Dingen, weil das ja die Kombi alles kann. Die Kombi hat eine integrierte Netzvorrangschaltung, wenn man das sauber und richtig anschließt, dass das alles sauber und richtig funktioniert. Also, Ich kann das nicht nachvollziehen. Sorry, da bin ich komplett raus. Es ist bodenlos. Das werden wir jetzt alles richten und ich zeige euch dann, wie es ausschaut, wenn wir damit fertig sind. Also ich bin ja froh, dass unser Foxy, der hier ist, unser Elektrofreak, das Ganze auch nochmal begutachtet, weil jetzt fällt nämlich nach und nach immer mehr auf, immer mehr auf. Schaut mal her. Also erstens mal komplett locker. Das ist genau das, was passiert, wenn hier solche Schlaufen sind. Der Kunde räumt hier ein, bleibt hier hängen, zieht da dran und schon wird die ganze Scheiße locker. Was passiert? Übergangswiderstände. Lockere Schrauben, wo hier ist ein Schand. Auf der Masseseite 180 Ampere fließen. Viel Spaß, das wird richtig schön warm. Das nächste, und das ist der größte Worst Case, auch im letzten Video schon mal kurz gezeigt. Seht ihr das? Kabelschuh bearbeitet. Komplett abgeschliffen. Man schwächt quasi hier schon wieder den Stromfluss. Also auch das VDE-technisch ein Worst Case. Wenn da ein Gutachter drüber schaut, kann sich der Kollege warm anziehen, weil dann kriegt er richtig eine auf den Sack. Hier haben wir genau die Thematik, dass hier einfach Kabel zusammengerollt wird, hinterm Booster reingesteckt wird. Und jetzt schauen wir mal ohne Vorbereitung, wie das ausschaut, wenn wir hier die ganzen Kabel mal ein bisschen rausziehen. Das da ist scharfkantig ohne Ende und jetzt schaut mal, wenn ich jetzt das Kabel hier rausziehe, ohne Wellrohr, ohne Schutz, jetzt schon nach einer relativ kurzen Zeit die Haut komplett verletzt. Es ist eine Frage der Zeit, bis das hier weiter scheuert und scheuert, bis dann hier durch ist. Das da ist eine Zuleitung, eine Plusleitung an einem Gehäuse, wo Masse anliegt, das patscht, Ladebooster kaputt für 800 Euro und noch etliches mehr.
Also ich habe schon viel Pfusch gesehen, aber das ist so ein bisschen übertrieben für meinen Geschmack. Auch das hatte ich in meinem letzten Video eindeutig erwähnt. Schaut, das ist genau der Punkt. M8 Schuh auf einer M6 Schraube, was überhaupt nicht geht. Jeder Gutachter wird die Hände über den Kopf zusammenschütteln und wird klipp und klar sagen, dass das ein grob fahrlässiger Fehler ist. Noch dazu Kabelschuh wieder bearbeitet, wieder ausgeschliffen. Also all das geht überhaupt gar nicht. So, ihr kennt das Fach von vorher. Da war noch ein alter Ladebooster, ein ominöser Sicherungskasten und ein Rapid verbaut. Ich habe das Ganze alles rausgeschnitten. Warum, habe ich euch schon erklärt, weil alles tunlichst falsch war. Jetzt schauen wir uns mal das Fach an, was wir verändert haben. Also einmal haben wir das natürlich komplett uminstalliert, weil so gehört es richtig. Zwei Ladebooster in einem Fahrzeug, desaströs, weil ja viel zu viel Ladestrom ins Fahrzeug kommt. Und jetzt schauen wir uns das Fach mal an, wie es wir gebaut haben. So schaut das Ganze aus. So machen wir die Thematik. Jetzt bin ich der Meinung, kann der Kunde sauber und ordentlich einräumen. Ich blende euch oben nochmal den alten Zustand ein. Wir haben die Sicherungen neu gekrimmt, wir haben die sauber verlegt, wir haben die Geräte anders angeordnet, wir haben das alles verblendet. Warum haben wir es verblendet? Damit man eben keine Kabel sieht, damit man aber auch nicht an Kabel hängen bleiben kann, weil das ist ein offenes Fach. Hier, der ganze Gladderadatsch wird da eingeräumt und dann darf man da nirgends hängen bleiben, weil das ist schwierig, wenn man da dran zieht, dann gibt es Probleme. Jetzt haben wir keine offenen Kabelschuhe mehr, alles sauber verblendet und die Kabel alle neu gezogen. Die Netzvorrangschaltung richtig gemacht, den Wechselrichter rumgedreht, sodass die frische Luft nach außen kann oder die Abluft auch wirklich nach außen kann. Hier seitlich noch ein Lüftungsgitter eingeschnitten, damit dementsprechend das alles passt. Richtig angeschlossen mit 3x2,5 Quadrat und auch eine anständige Netzvorrangschaltung, sodass man nicht manuell von Landstrom auf Wechselstrom hin und her switchen muss. Das ist ein einigermaßen vernünftiger, also ich sage einigermaßen, das ist ein vernünftiger Einbau. So schaut es bei uns aus. So kann man sich das Fach gefallen lassen und alles ordentlich. Wir haben richtige Kabelschuhe verwendet, wir haben die Sicherungen richtig gewählt und alles sauber und ordentlich verbaut. Wenn wir es komplett gemacht hätten, hätten wir natürlich noch einige Dinge so ein bisschen anders gemacht, aber viele Dinge waren natürlich auch schon gegeben, die konnten wir jetzt nicht mehr ändern, weil das kann man ja dann ins Endlose spinnen, aber ich glaube, damit kann der Kunde leben, das ist zufriedenstellend. Ich räume jetzt das Ganze ein, fahre das Fahrzeug raus und übergebe es mal den Kunden. Ihr habt den Unterschied hoffentlich gesehen oder beziehungsweise der ist euch aufgefallen. Das ist schon gravierend. Für mich immer wichtig, dass das funktionell ist. Ihr sollt am besten überhaupt nicht mitgekriegt haben, dass wir da drin waren in eurem Fahrzeug. Und schon gleich gar nicht kann so offene Kabelherde rumhängen, wo halt einfach gefährlich sind. In dem Fahrzeug waren falsche Kabelschuhe verbaut, angeschliffene Kabelschuhe verbaut. Ich habe ja alles im Detail so ein bisschen gezeigt, gefunden. Danach haben wir noch viel mehr. Für die 230 Volt Verteilung wurden 5x2,5 Quadrat verwendet. Ist ein absolutes No-Go. Erdungskabel wurden für irgendwas anders genommen, einfach abgezwickt und. Also das ist eine Einbauart, die ist VDE-technisch auch verboten. Das geht nicht. Also ich weiß nicht, warum sowas gemacht wird, ist mir auch persönlich egal. Ich sensibilisiere euch nur, warum, weil ihr selber auch ein bisschen drauf gucken könnt. Man sieht ja, was schaut einigermaßen vernünftig aus und wo sieht man schon, dass es nicht wirklich vernünftig ist. Es gibt genug Videos, wo man sowas auch angucken kann im Netz, wo man Vergleiche ziehen kann und ich sensibilisiere euch einfach immer nur so ein bisschen. Leute, wenn ein Kabelschuh angeschliffen wird, da ist schon was faul. Wenn Kabelschuhe nicht richtig abisoliert sind, ist schon was faul. Also ich würde einfach da ein bisschen nachhaken. Ich kriege viele Kommentare für euch.
Ja, wenn man sowas schon zeigt, ja, warum nennt man nicht die Firmen oder die Händler oder diejenigen, die das gemacht haben, kann ich euch ganz einfach sagen. Erstens, unlauterer Wettbewerb. Zweitens, ist es nicht meine Aufgabe. Drittens, werde ich sowas nicht tun, weil ich pisse hier niemanden ans Bein. Ich möchte nur sagen, passt auf, was ihr euch einbauen lasst und was ihr euch verkaufen lasst. Das ist alles, was ich sage. Einfach so ein bisschen sensibel dafür sein, was ich denn kriege. Und in vielen anderen Dingen wird es ja auch praktiziert. Und da braucht mich keiner, um hier irgendwelche, wie soll ich sagen, irgendwelche Menschen anzuklagen. Nein, das werde ich nicht tun. Und das ist auch überhaupt nicht mein Job. Und das liegt mir auch ganz, ganz arg fern. Ich möchte nur, wie ich schon oft genug jetzt wiederholt habe, euch so ein Ticken sensibilisieren, wie Einbauten ausschauen können, wie sie nicht ausschauen sollten. Ganz einfach. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Interesse gebracht und ein bisschen gefallen. Wenn, bitte gern wieder in den Kommentaren. Ich finde es richtig toll, dass so ein kleines Feedback hier entsteht. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute und ich freue mich schon aufs nächste Video. Das wird wieder richtig spannend. Bleibt dran, abonniert meinen Kanal. Über ein Like freue ich mich natürlich. Ist die Motivation, auch hier immer weiterzumachen. Ich sage ganz lieben Dank. Wünsche euch alles Gute und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Micha. Ciao, ciao.